Eigentlich sieht bei der Industrie- und Handelskammer Magdeburg alles nach einer normalen Pressekonferenz aus. War es Ende August aber nicht. Erstens verzichtete man wegen Corona erneut auf eine Präsenzveranstaltung und wich in einen Livestream aus. Zweitens waren die Ergebnisse der Konjunkturumfrage aus dem zweiten Quartal des Jahres Thema der Konferenz. Und die verhießen, fast schon erwartungsgemäß, nicht viel Gutes. Kein neuer Trend, wie IHK-Präsident Klaus Olbricht zu Beginn resümierte. Diese Entwicklung hält seit mehreren Monaten an. In drei IHK-Blitzumfragen, die wir im März und April durchgeführt haben, beurteilte die Hälfte aller Unternehmen unseres Kammerbezirkes ihre aktuelle Lage als schlecht. Bei 65% gingen die Umsätze im Vergleich zum Vorquartal zurück. Auch den weiteren Jahresverlauf sahen die Unternehmen damals sehr kritisch. 6 von 10 Unternehmen gingen von einer eher ungünstigeren Entwicklung ihrer Geschäftslage aus. Das sollte sich für viele Unternehmen im Land bewahrheiten. Die Entwicklungskurve zeigt nach unten. Umsätze brechen ein, die Stimmung sinkt. Der Geschäftsklimaindex zeichnet einen Wert von 75,6 auf einer Skala bis 200. Die Gesamtsituation ist so schwer einschätzbar und ungewohnt, dass die Hauptsorge der Unternehmen nicht mehr dem allgegenwärtigen Fachkräftemangel gilt. Die nachlassende Binnennachfrage nach Produkten und Dienstleistungen hat diesen Platz eingenommen. Da greifen selbst die Maßnahmenpakete von Bund und Länder kaum, auch wenn sie sonst eine große Hilfe darstellen. Einige Verbesserungsvorschläge hat die IHK aber trotzdem, beispielsweise zum Thema Digitalisierung. Aus unserer Sicht müssen die Verwaltungsvorgänge alle digital nutzbar und jederzeit verfügbar sein, sodass die Unternehmen und die Bevölkerung ständigen Zugang zu diesen Verwaltungsvorgängen haben, sodass wir davon ausgehen, dass alle Prozesse in der Verwaltung digitalisiert werden müssen. Zwar ist auch hier einiges geschehen. Wir haben mit dem Verbesserungsgesetz, Onlinezugangsgesetz von Bund, Ländern und Kommunen einen Rahmen gesteckt. Aber die Pandemie zeigt, dass wir hier noch wesentlich durchdringender und konsequenter vorgehen müssen. In dieser chaotischen Zeit zu arbeiten, ist schwer genug. Ins Berufsleben zu starten, noch schwieriger. Trotzdem wird in Zeiten von Corona weiter ausgebildet, auch wenn hier ebenfalls ein Rückgang in der Anzahl der neuen Ausbildungsverhältnisse zu verzeichnen ist. In der Summe ist die Anzahl der neu eingetragenen Berufsausbildungsverträge mit aktuell 12%, liegt sie unter dem Vorjahresniveau 2019. Das sind in der Summe rund 300 Ausbildungsverträge, die uns aktuell hier fehlen. Im Vergleich, der Bundesdurchschnitt liegt bei -20%, der Durchschnitt in Ostdeutschland bei -17%. Besonders vom Rückgang betroffen ist der Landkreis Harz, gefolgt vom Landkreis Stendal, sowie die Branchen Handel, Metall, Tourismus und Verkehr. Wir rechnen in diesem Jahr mit einem verspäteten Beginn etlicher Ausbildungsverträge im 3. und 4. Quartal 2020. Dennoch gehen wir in der Summe bei diesem Lehrjahr mit einer geringerten Gesamtanzahl neuer Lehrverträge aus, hoffen aber, dass diese unter 10% am Jahresende liegen werden. Optimismus verbreitete auch die bundesweite Tourismusbranche, als der Urlaub in Deutschland als Alternative zum Auslandsaufenthalt gepriesen wurde. Mit einem positiven Ergebnis. Das gebeutelte Gastgewerbe konnte sich über den Sommer etwas erholen. Diese Entwicklung soll weiter unterstützt werden, auch vom Land Sachsen-Anhalt selbst. Mit der Kampagne Echt schön will man vor allem die Vielfalt des Reiselandes Sachsen-Anhalt bewerben. Der Vorteil dieser Kampagne Echt schön ist, dass man abgewandelt von diesem Claim natürlich Regionen und Themen insbesondere ansprechen kann. Also bei Echt aktiv steht der Elberadweg und das Radfahren im Mittelpunkt. Bei Echt lecker die kulinarischen Dinge, die wir hier in Sachsen-Anhalt und unseren Regionen haben, natürlich auch. Und so ist das also eine sehr gute Aktion. Wichtig ist aus unserer Sicht, dass diese Kampagne auch langfristig fortgeführt wird. Und dafür muss auch Geld bereitstehen. Es liegt also nicht nur viel Arbeit, sondern auch eine ungewisse Zukunft vor der Wirtschaft. Wer sich ausführlicher zur wirtschaftlichen Stimmung im Kammerbezirk informieren möchte, kann sich die komplette Pressekonferenz auf dem YouTube-Kanal der IHK Magdeburg ansehen.